Seit 2011 arbeiten wir jetzt Juden, Christen und Muslime zusammen an einem Projekt. Wir wollen ein Haus bauen, ein Haus, das House of One. Und wir sind jetzt schon sehr weit gekommen. Zuerst, am Anfang war es so, dass wir einen Ort hatten, Petriplatz, Urort Berlins, aber wir hatten noch kein Haus. Wir mussten durch die ganze Stadt ziehen, um überhaupt Veranstaltungen machen zu können, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, mit der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Und man kann sagen, wir hatten zwar ein Zuhause, einen Ort, aber wir waren dennoch heimatlos. Der Pavillon wird gerade aufgebaut. Das sind die letzten Balken, die gerade gezurrt werden. Das Dach kommt oben drauf und dann am 3. Februar ist es soweit. Der Pavillon öffnet sich, öffnet seine Türen. Kommen Sie alle vorbei, Sie sind herzlich eingeladen. Schauen Sie sich an, wie das House of One später aussehen wird und wie es wirkt.